Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier. Unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs. Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt. Ah, Verzeihung. Was bedeutet das? Zähmen? Du bist nicht von hier? Was suchst du? Ich suche die Menschen. Was bedeutet zähmen? Die Menschen. Die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Ja, genau. Du bist für mich noch nichts als ein Junge von 100.000 Jungen. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich nicht. Ich bin für dich nur irgendein Fuchs. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen? Werden wir füreinander etwas Besonderes sein? Ich beginne zu verstehen. Es gibt da eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. Ach, nichts ist vollkommen. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner. Die Menschen jagen mich. Alle Hühner sind gleich. Und alle Menschen sind gleich. Also langweile ich mich ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben voller Sonne sein. Schau da drüben die Weizenfelder. Für mich ist Weizen zwecklos. Ich esse kein Brot. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Die Farbe der Weizenfelder wird mich an dich erinnern. Bitte, zähme mich. Ich möchte wohl, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber Freunde kann man nicht kaufen. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein bisschen abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen aus den Augenwinkeln anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du ein bisschen näher rücken können.